Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Veronica Keen channelt Montague Keen. 25. Februar 2018. Übersetzt von Robert James Lee's Project. Man hat euch keinen Zweifel daran gelassen, wie weit die Kabale gehen wird, um an der Macht zu bleiben. Selbst du warst schockiert. Dir war jedoch nicht klar, wie weit sie sich herablassen würden, um alles zu vernichten, was dem Abschluss ihrer finsteren Pläne Einhalt gebieten könnte. Viele von ihnen haben sich der Tatsache gestellt, dass ihre Pläne zum Scheitern verurteilt sind und haben um Gnade gebeten. Sie wissen, dass sie die Wahrheit nicht länger vor der Menschheit verbergen können. Absolut alles, was die Menschen wissen durften, war strikt kontrolliert. Nichts als Lügen. Alles wurde darauf ausgelegt, sie am Vorankommen zu hindern. Alles Wissen wurde verborgen. Die Kabale überwacht die Herstellung von Lebensmitteln und Medikamenten. Sie hat die Bevölkerung erfolgreich davon überzeugt, dass sie ihre tödlichen Impfungen und Medikamente benötigt. Die Menschen haben bereits lange erfolgreich auf der Erde gelebt, vor der Ankunft der Anunnaki und ihrer Suche nach Gold und der ihr folgenden Übernahme. Sie beherrschen sie bis zum heutigen Tage. Sie treten in vielen Gestalten auf. Dabei stellen sie stets sicher, dass die Menschen zu ihnen aufschauen. Doch es ist sicher, dass sie entlarvt werden. Sie können sich nicht länger hinter ihrem Lügenschleier verbergen. Überall haben sie Machtpositionen, manchmal im Verborgenen, manchmal im Rampenlicht. Eure Regierungen gehorchen ihnen. Und eure Politiker tun so, als hätten sie etwas zu sagen. Sie sind die verborgene Hand, die wahre Macht, die alles lenkt. Ihr könnt selbst sehen, welche Macht die Religionen ausüben. Fragt euch, warum Religion fraglos anerkannt wird. Warum wird euch Religion aufgezwungen? Warum wurdet ihr gezwungen, solche Lügen zu akzeptieren? Liebe und Frieden sollten das Ziel der Menschheit sein. Nun habt ihr die Gelegenheit, eure Macht zurückzuholen und sicherzustellen, dass Liebe und Frieden die Oberhand gewinnen. Ihr seid nun genügend an der Zahl, um die Herrschaft zurückzuholen. Ihr seht, dass der Kaiser keine Kleider trägt. Alles war eine Illusion. Und ihr seid auf sie hereingefallen. Doch die Illusion kann euch nicht länger fesseln, denn ihr seid frei. Frei, um die Wahrheit zu erforschen. Frei, um zu erkennen, was eingesetzt wurde, um in eurem Leben Angst zu schaffen. Frei, um alles zu sehen, was eingesetzt wurde, um euch als Geiseln zu halten. Frei, um eure wertvollen Kinder vor den Pädophilen zu schützen, die überall lauern. So gut organisiert, dass sie direkt vor euren Augen ihr Unwesen treiben konnten und ihr sie bis heute nicht erkannt habt. Nie wieder könnt ihr eure Augen vor diesem Problem verschließen. Ihr schuldet es euren Kindern zu verhindern, dass sie denselben Lügen ausgesetzt sind, die ihr akzeptieren musstet. Erlaubt nicht, dass noch eine weitere Generation durch diese Lügen beherrscht wird. Das Bildungswesen vermittelt nicht die Wahrheit, denn es ist vollständig von der Kabale gelenkt. Es ist eine Gefahr für euch. Ihr müsst sicherstellen, dass eure Kinder bereits im frühen Alter bereit sind, die Wahrheit zu akzeptieren, damit sie sie erkennen, wenn sie sie sehen. Eine solche Erziehung beginnt in der Wiege und nach werden ihre Augen für die Wirklichkeit geöffnet. In den späteren Jahren werden sie euch dafür danken. Seid vorsichtig, was Seniorenheime angeht. Viele sind nicht, was sie zu sein scheinen. Einige sind gefährlich, übernehmen die Herrschaft über die Bewohner und tun so, als seien sie im Gefängnis. Es gibt viele dieser Heime in verschiedenen Teilen Englands und ihr werdet entsetzt, wenn ihr wüsstet, was in ihnen vorgeht. Überall gibt es widerwärtige Leute mit Raubtierverhalten.
die stets bereit sind, sich auf ihre nichtsahnenden Opfer zu stürzen. Dass Ehemänner ihre Frauen nicht besuchen dürfen, ist oftmals üblich. Schützt eure Lieben, denn an vielen dieser Orte sind sie nicht sicher. Medikamente werden verabreicht, ohne zu sagen, worum es sich handelt. Sie werden ohne Einwilligung ruhiggestellt. Das ist eine Schande. Veronica versucht, einer solchen Person zu helfen, die um Hilfe gebeten hat und durch die Hölle geht. Bitte betet für sie und all die anderen in derselben Notlage. Wenn Fragen gestellt werden, zeigen sich die Raubtiere und drohen mit Klagen, in der Hoffnung, die Fragenden auf diese Weise einzuschüchtern. Niemand ist vor solchen Leuten sicher, die vom Leid anderer leben. Lasst sie nicht die Oberhand gewinnen. Ihr fragt, wem ihr trauen könnt? Sehr wenigen in Machtpositionen. Enthüllungen helfen dabei, einigen von ihnen das Handwerk zu legen. Doch sie alle müssen ihres Amtes enthoben werden. Seid bereit, all diese Raubtiere unschädlich zu machen, bevor es zu spät ist. So vieles wird eingesetzt, um die Menschheit unter dem Daumen zu halten, dass ihr nun all die Kontrollmechanismen beseitigen müsst, wo auch immer ihr auf sie trefft. Ihr braucht Mut und den Glauben an eure eigenen Fähigkeiten, um bis zu einer vollständigen Enthüllung zu gelangen. Unterstützt euch gegenseitig, denn ihr seid genügend, um euch der Räuber zu entledigen. Viele Hindernisse wurden bereits beseitigt und die Energie der Erde arbeitet für euch. Dies ist eure große Chance, wahre Freiheit zu erreichen. Lasst sie nicht vorbeiziehen, weil ihr zu wenig Mut habt. Wir haben so vieles vorbereitet, um euch aus der Sklaverei zu befreien, um die Wahrheit darüber aufzuzeigen, wer ihr seid, über die Erde, auf der ihr lebt und natürlich die Räuber, die euch gefangen halten. Eure Freiheit ist zum Greifen und Behalten nah. Dies ist eure Gelegenheit, das Bankenkartell, das dafür gesorgt hat, dass das Leben auf der Erde ein Überlebenskampf ist, zu enthüllen und zu beseitigen. Religionen haben die Religion der Liebe zerstört, nach der alle in lang vergangenen Tagen gelebt haben. Sie wurde durch Lügen ersetzt, um sicherzustellen, dass eine Religion gegen die andere steht. Dies war ihr Plan, auf den ihr hereingefallen seid, wofür ihr fortwährend einen hohen Preis zahlt. Doch die Wahrheit kann nicht länger verborgen bleiben. Dafür sorgt das Internet. Die Räuber versuchen euch das Internet zu nehmen. Lasst es nicht zu. Findet eure Stimme und sagt Nein zu jeder Form der Kontrolle. Denkt daran, die Kabale kann nur so weit gehen, wie ihr sie gehen lasst. Ihr seid die 99%. Ihr beobachtet jede ihrer Bewegungen und das weiß sie. Sie ist eurer Gnade ausgeliefert und daran sind sie nicht gewöhnt, denn eine erwachte Menschheit ist ihre größte Befürchtung. Schützt euch, indem ihr alle Impfungen ablehnt und wenn möglich auch keine Medikamente einnehmt, da sie alle nur dazu dienen, euer Leben zu verkürzen. Die Herrschaft der Kabale über eure Leben zu beseitigen, wird mit all den Informationen, über die ihr nun verfügt, zu einem Spaziergang im Park. Ohne eure Unterstützung hat sie keine Macht mehr. Sie wird hilflos sein. Verratet eure Mitmenschen nicht und die Freiheit gehört euch. Meine Liebe, ich bin stolz darauf, wie du die ernsten Themen bei einigen Seniorenheimen handhabst, die von korrupten Individuen ohne Achtung vor menschlichem Leben übernommen wurden. Diese Leute interessieren sich nur für das Geld, das sie auf jede erdenkliche Weise herauspressen können. Viele der alten Herrschaften werden schnell zu Gefangenen. Ihr müsst die Verletzlichen in eurer Obhut schützen. Die letzten Jahre in Angst zu leben, gefangen an solchen Orten, sollte in keinem Land gestattet sein. Ja, meine Liebe, das Leben wird hart, wenn man solche Leute anzweifelt. Die Hand eines Mannes ohne Körper, die fest deinen Arm ergriffen hat, als du am Computer arbeitetest, sollte dir Angst machen. Bitte ruhe dich aus und sei bereit zu handeln, wenn es nötig ist. Auf ewig, dein dich verehrender Monty. Mitteilung von Veronica.
Dave möchte, dass ihr wisst, wie viel eure Briefe ihm bedeuten. Seinen Namen zu hören, wenn die Post kommt, gibt ihm das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Zu wissen, dass Menschen Anteil nehmen und ein Interesse daran haben, was mit ihm geschieht, gibt ihm Hoffnung. Er liest und katalogisiert sie und liest sie dann wieder und wieder. Die schönen Karten hängen nun an seiner Wand neben einer schönen Zeichnung, die von Ruth gesendet wurde. Sie haben die Energie seiner Zelle verändert. Leider hat das Gefängnis alle Karten zurückgehen lassen, die Glitzereffekte hatten. Einige Schreiben enthielten Briefumschläge und Briefmarken. Er dankt euch für eure Freundlichkeit, doch das Gefängnis erlaubt Sendungen mit Gegenständen nur über den Beauftragten des Gefängnisses und Bücher nur über Amazon. Es ist wichtig, dass das Gefängnis und die Anwälte wissen, dass es Leute gibt, die sich um Dave kümmern und auf ihn aufpassen. Auch euch danke ich. Ihr habt Daves Leben deutlich verändert. Dafür bin ich euch sehr dankbar. In der Textversion folgen die Kontaktdaten von Dave McCann im Gefängnis in Fresno, California. Link: Justice for Dave McCann. Irishman framed in California. Legal Expenses Fundraising with GoGet Funding. Gerechtigkeit für Dave McCann. Ein Ire wird in Kalifornien zu Unrecht beschuldigt. Rechtskosten Fundraiser auf GoGet Funding.